Hallo und herzlich willkommen zu unserem Seminar der Ersehnte. Schön, dass ihr heute Abend da seid und schön, dass ihr jetzt live eingeschaltet habt auf www.joelmedia.de. Wir haben letzte Woche angefangen mit Johannes 9, mit dieser unglaublich interessanten Geschichte, als Jesus einen Blindgeborenen geheilt hat und ihn auf eine ganz besondere Art und Weise geheilt hat. Und heute wollen wir anschauen, was das für eine Reaktion ausgelöst hat, und da können wir eine ganze Menge wieder lernen. Bevor wir das tun, wollen wir niederknien, wo es möglich ist, und gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir können dir gar nicht dankbar genug sein für das Johannes-Evangelium, überhaupt für die Evangelien, die uns auf so vielfältige Weise beschreiben, wie Jesus gewesen ist und was wir von Jesus lernen können. Wir möchten dich bitten, dass wenn wir jetzt einige Verse anschauen werden, die beschreiben, wie Menschen auf Jesu Wirken reagiert haben, dass wir daraus lernen und dass wir uns auch selbst fragen, wie wir reagieren, wenn Jesus in unserem Leben eingreift und wirkt. Herr, offenbare dich du uns durch den Heiligen Geist. Wir wollen zu deinen Füßen sitzen, dich bitten, dass du unser Lehrer bist, und dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Amen. Johannes, gleicher Autor, anderes Buch. Johannes Kapitel 9 und dort in Vers 8. Wir haben gesehen, Jesus ging an einem Blindgeborenen vorbei. Er war eigentlich gerade dabei, wegzugehen. Und er war nämlich wegzugehen, von wo? Am Ende von Kapitel 8 war eine brenzlige Situation, also zumindest nach menschlichem Ermessen, nämlich die Menschen waren dabei, ihn zu steinigen. Sie haben Steine aufgehoben, Jesus ist weggegangen und er geht dann weg. Und offenbar, wahrscheinlich, wenn ich das richtig verstehe, zumindest gibt es jetzt erstmal kein Gegenargument, ist er so, als er da vorbeiging, sieht er einen Blindgeborenen. Und die Jünger haben eine Frage, als sie den Blindgeborenen haben, sehen, nämlich, was ist ihre Frage? Wer hat gesündigt? Ja? Das heißt, es geht hier bei dieser Geschichte nicht nur um die Tatsache, dass er blind ist, es geht auch um die Frage der Sünde, werden wir heute auch nochmal sehen. Weil nämlich die Juden dachten, die Sünde wird in diesem Leben schon sofort bestraft. Ja? Und wir haben gesehen, warum das problematisch ist und warum Jesus ihnen auch zeigt, dass das nicht so ist. Denn er selbst wird ja einmal mit Schande und Schmach bedeckt sein, und viele werden denken, er ist von Gott geschlagen. Obwohl das gar nicht der Fall ist. Also er trägt ja dann unsere Sünden. Und auch um die Jünger entsprechend darauf vorzubereiten, will er ihnen jetzt deutlich machen, dass es jetzt hier nicht so sehr darum geht, herauszufinden, wer gesündigt hat oder warum dieser Mann blind geboren ist, sondern um die Werke Gottes offenbar zu machen. Und Jesus sagt, er hat nicht mehr viel Zeit. Er muss die Werke wirken, solange es Tag ist, weil er hat noch ungefähr ein halbes Jahr. Und als er das gesagt hat, er sagt interessanterweise noch, ich bin das Licht der Welt, und verbindet damit diese Geschichte mit der Geschichte, die wir davor gelesen haben. Ja? Er hat bei der Frau, der er vergeben hat, gesagt, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und er sagt jetzt, ich bin das Licht der Welt. Und wir haben gesehen, dieses Bild vom Licht der Welt, das kommt aus Jesaja 42, und das bedeutet, dass der Messias, er wird das Licht für die Heiden sein und den Blinden die Augen öffnen. Ja, und das ist da etwas später, was auch die Apostel als in der Apostelgeschichte dann tun sollen. Ja, sie sollen das Licht der Welt sein, sie sollen den Blinden die Augen öffnen. Der Paulus wird dazu berufen, ja, ein Missionar zu sein, um den Blinden die Augen zu öffnen. Aber das ist natürlich dann geistlich gemeint. Ja, sie sollen den geistlich Blinden die Augen öffnen und ihnen zeigen, wie sie von der Sünde zur Gerechtigkeit Gottes kommen können, durch den Glauben. Und das soll sozusagen an diesem Blindgeborenen jetzt illustriert werden. Und Jesus macht was ganz Besonderes, nämlich er heilt ihn wie? Er sagt nicht einfach, sei gesund, das hätte er nämlich tun können. Er spuckt auf die Erde, und das verbindet diese Geschichte mit zwei anderen Geschichten, die wir angeschaut haben, nämlich wo er kurz bevor zum ersten Mal den Jüngern gesagt hatte, dass er sterben würde, einem Mann mit Spucke auf die Zunge berührt hat, nicht wahr? Und den Finger ins Ohr gesteckt hat und gesagt hat, Ephata, tu dich auf, um den Jüngern zu sagen, hört endlich zu. Also versteht es, was ich sagen will. Und dann den anderen Blinden, den er auf die Augen gespuckt hat und der zwar sehen konnte, aber der noch nicht richtig sehen konnte. Was den Jüngern sagen sollte, ihr versteht schon etwas vom Evangelium, aber noch nicht richtig. Ja, da gibt es mehr zu lernen. Und entsprechend sollte offensichtlich diese Heilung die Jünger daran erinnern, dass es eigentlich auch um sie geht, um etwas zu verstehen. Und dann macht er diesen Brei mit Spucke, dieser Speichel ist auch damals ein Symbol von Schande und Schmach gewesen, tut es auf die Augen und sagt dann, er soll sich waschen. Und zwar in wo? In Siloam, was ich jetzt in der Zwischenzeit gelernt habe. Man lernt den nie aus. Das wusste ich letzte Woche noch nicht so deutlich. Es gibt
Man hat archäologisch in Israel, also in Jerusalem, hat man die Stadt ja ergraben. Ja, es gibt ja keine andere Stadt, wo so viele archäologische Ausgrabungen gemacht worden sind wie Jerusalem. Es ist irgendwie ein Wunder, dass überhaupt noch die Häuser stehen, weil alles wird gegraben dort. Und man hat über die Jahrzehnte herausgefunden, dass Jerusalem ganz besonders gebaut worden ist zur Zeit von Jesus. Man hat dort viele Dinge gebaut, speziell für die Pilger. Ja, also es war keine typische jüdische Stadt, sondern ganz sozusagen, man wusste ja, jedes Jahr kommen da mindestens 1 Million Leute zum Passafest und zum Laubhüttenfest. Und um die alle dann unterzubringen, hat man verschiedene Sachen gehabt und man hat vor allem ganz viele rituelle Bäder gehabt. Ja, also weil die Menschen ja damals nach jüdischem Denken ständig sich die Hände waschen mussten, die Füße waschen mussten, die Besteck waschen, ja, also ständig zu waschen. Und die ganze Stadt ist in der Zeit übersät mit solchen rituellen Bädern. Was will ich damit sagen? Jesus hätte alle möglichen Teiche und Bäder ihm geben können. Ja? Also es war nicht so, dass das der einzige Teich ist, der Teich Siloa, wo man hingehen konnte. Ja? Sondern da waren in Jerusalem, war überall gab es so Pools sozusagen. Ja? Also jetzt nicht zum Entspannen, sondern für die Reinigung. Das heißt, Jesus hat sich was dabei gedacht, als er gesagt hat, nicht nur wasche dich, dann wäre er einfach zum Nächstbesten gegangen. Er wäre einfach zum Nächstbesten gegangen, den es gegeben hätte. Und das wäre ja, aber Jesus sagt, geh zu einem bestimmten, nämlich zu dem, den es schon seit langer Zeit gibt, den Teich Siloa, den gibt es, weiß nicht, jemand von euch, wisst ihr, seit wann es den gibt? Wer hat den ergraben? Zur Zeit von Hiskia auch. Der hat nämlich damals, der hat zwar auf Gott vertraut, aber hat auch ein bisschen sich vorbereitet. Und er hat damals von der Gihon-Quelle das Wasser durch den Tunnel da geleitet, auf so ein, weil die Gihon-Quelle ist außerhalb der Stadtmauer und der Teich ist innerhalb der Stadtmauer. Dann wollte er sozusagen dafür sorgen, dass die Assyrer kein Wasser bekommen und dass sie Wasser in der Stadt haben. Ja, seit der Zeit gibt es diesen Teich Siloa. Und der heißt wörtlich übersetzt der Gesandte. Das heißt, und das war natürlich ein Punkt, wo die Jünger auch verstehen sollten, die Waschung ist nicht irgendwo, nicht in irgendeinem rituellen Bad, sondern in diesem Teich. Der übrigens, fällt mir jetzt gerade ein natürlich, weil wir es gerade gehabt haben, auf dem Morgenseminar, diese Geschichte mit Hiskia hat natürlich was mit der Erlösung auch zu tun. Ja, das war ja der Teich, wo sie also dann quasi am Leben erhalten worden sind während der Belagerung. Ja, und man verbindet den Teich auch oft mit Jesaja 12, die Quellen des Heils, aus denen man schöpfen soll. Wie dem auch sei, der Mann geht zu dem Teich, zu dem speziellen Teich, dem Teich Siloa, der heißt der Gesandte. Also ich meine, man muss sich ja natürlich vorstellen, der geht nicht alleine hin, nicht, ja? Weil er ist ja blind. Der hat momentan nur Brei auf den Augen. Ja? Also diese Spucke von Jesus mit der Erde. Und er wird wahrscheinlich hingeführt. Irgendjemand hat ihn wahrscheinlich dann dahin geführt. Und er wäscht sich dort und kommt und ist sehend. Ja? Und kam sehend wieder. Da haben wir aufgehört, in Vers 7. Und jetzt schauen wir, was passiert als Reaktion. Vers 8, wer mag Vers 8 lesen? Die Nachbarn nun, die ihn zuvor als Blinden gesehen hatten, sprachen, ist das nicht der, welcher da saß und bettelte? Okay, was können wir aus diesem Vers lernen? Das ist ganz, ganz simpel. Was ist offensichtlich, also was können wir schlussfolgern? Der Mann war bekannt. Ja? Also alle kannten ihn, weil er halt schon sein ganzes Leben lang blind war. Und weil er blind war, hat er was für einen Beruf gehabt? Er hat keinen Beruf gehabt, er hat gebettelt. Ja? Er konnte nichts machen. Alle kannten ihn als den Bettler. Ja? Und man sieht ihn jetzt und sie fragt, und interessanterweise, ist das nicht der, welcher da saß und bettelte? Ja? Und jetzt Vers 9, was passiert? Etliche sagten, er ist's. Andere aber, er sieht ihm ähnlich. Er selbst sagte, ich bin's. Genau, also die Leute kommen jetzt, seine ganzen Nachbarn und die ihn zum Teil jahrzehntelang gesehen haben, die sehen und einige von denen sagen, das ist er nicht. Das kann nicht sein. Und interessanterweise sagt Ellen White Folgendes, sie sagt, sie schaut ihn mit Zweifel an, denn als seine Augen geöffnet wurden, hat sich auch sein Angesicht verändert und ist heller geworden. Und er schien jetzt wie ein neuer Mann zu sein. Ja, also er hat nicht einfach nur gesehen, er hat einen ganz neuen Gesichtsausdruck gehabt und er war ganz, und deswegen haben die Leute gedacht, ist das derselbe? Ja, also irgendwie von der Körperform und so scheint es zu passen, aber er sieht anders aus. Nicht, dass er jetzt buchstäblich geleuchtet hat, nicht? Aber er hat einfach einen helleren Gesichtsausdruck gehabt. Und deswegen sagt sie von einer, dann hat sich gefragt, und einige sagen, ja, er ist es, und andere haben gesagt, nee, er ist es nicht. Bis er dann selbst die Frage beantwortet, sagt, ja, ich bin's, ich bin's. So, Vers 10, jetzt kommt die nächste Frage. Da sprachen sie zu ihm, wie sind deine Augen geöffnet worden? Genau. Wer hat wohl das meiste Interesse an dieser Frage gehabt?
Wir kommen noch gleich ins Bild, aber wer hat wohl eigentlich so von vornherein ein Interesse gehabt, dass diese Frage gestellt wird? Ja, also die fragen ja, also wonach fragen Sie jetzt gerade? Ja, Sie fragen nach der Ursache, nach der Methode, wie es passiert ist. Nicht warum oder wann oder wo, sondern wie. Und wer hat wohl ein besonders großes Interesse, dass bekannt wird, wie er geheilt wird? Mit dieser Spucke und mit dem Teich Siloa, der Gesandte Jesus. Ja? Wird ja ganz deutlich, dass Jesus hier quasi sich extra Mühe macht, weil die Art und Weise, wie er geheilt wird, jetzt zum großen Gesprächsthema wird. Werden wir sehen, immer und immer wieder ist nicht die Frage, dass er geheilt worden ist, sondern wie er geheilt worden ist. Also die Art und Weise ist ganz entscheidend, ist ein ganz großer Schwerpunkt hier bei diesem, der Geschichte, ist ja kein, also dieser Geschichte, dieser Heilung. Kennt ihr jemanden in der Bibel, der gefragt hat, wie man erlöst wird? Der wissen wollte, wie das geschieht. Nicht wann man erlöst wird oder ob man erlöst wird, sondern wie das geschieht. Der sie gefragt hat, als er von der Erlösung hört und so ein bisschen skeptisch ist und fragt, Nikodemus, wie kann das geschehen, oder? Schaut mal, Johannes Kapitel 3, Johannes 3, genau, und dann in Vers 9 vor allem, also vorher in Vers 4 schon ein bisschen, aber Vers 9 ist dann die echte, wirkliche, interessierte Frage. Nikodemus antwortet und sprach zu ihm, wie kann das geschehen? Ja, wie ist das möglich? Und natürlich hat Jesus Leute wie Nikodemus im Hinterkopf. Denn war Nikodemus hier in der Gegend, der war anwesend. Wir wissen aus Johannes 8 noch, dass er noch, Johannes 7 am Ende, dass er, als diese ganzen Debatten waren, sich für Jesus eingesetzt hat. Ja? Wir werden gleich sehen, warum das alles so wichtig ist. Also, zurück zu Johannes 9. Es geht um die Art und Weise, wie sind seine Augen geöffnet worden. Vers 11, was sagt der Mann? Er antwortete und sprach, ein Mensch, der Jesus heißt, machte einen Brei und bestrich meine Augen und sprach zu mir, geh hin zum Teich Siloa und wasche dich. Als ich aber hinging und mich wusch, wurde ich sehend. Was können wir aus diesem Vers ableiten über das, was der Mann von Jesus wusste? Genau, also wenn jemand hört, der sagt, ein Mensch, der Jesus heißt, hat das und das gemacht. Er hat ihn wahrscheinlich nicht gut gekannt. Ja, er hat wahrscheinlich war das sein erstes Aufeinandertreffen mit Jesus überhaupt. Wahrscheinlich hätte Jesus ja sonst vorher schon geheilt. Er hat wahrscheinlich auch nicht viel von Jesus gehört. Das werden wir noch sehen im Laufe des Kapitels. Es war jetzt nicht so, dass er schon ganz viele Geschichten von Jesus gehört hat und ganz viel wusste und theologisch ihm schon richtig ein Mensch, der heißt Jesus, ja, der hat mich geheilt. So. Jetzt geht's noch weiter. Und das Interessante ist, wenn es hier heißt, ich wurde sehend, das Griechische sagt eigentlich wörtlich, ich blickte auf. Ja, ich habe so meine Augen erhoben. Ja, dieses, wenn es zum Beispiel heißt von Jesus, dass er bei der Speisung der 5000 da dankte, seine Augen zum Himmel erhob. Ja, das ist dieses Wort. Ich habe, also nicht, dass er jetzt einfach hochgeguckt hat, aber er hat so seine Augen erhoben. Also ein ganz schöner poetischer Ausdruck. Vers 12. Da sprachen sie zu ihm, wo ist er? Er antwortete, ich weiß es nicht. Genau, interessant. Also für den Moment ist erstmal Jesus so außen vor. Und wir werden jetzt sehen, er kommt nachher später im Laufe der Geschichte wieder. Aber momentan ist er erst so, wo ist eigentlich Jesus? Weil er ist ja offenbar, also der Mann selbst weiß nicht, ich weiß nicht, wo Jesus ist. Was denkt ihr, wo ist Jesus? Wo ist Jesus? Also ich meine, ich weiß es auch nicht. Er ist wahrscheinlich nicht mit zum Teich gegangen. Ja, offensichtlich ist er nicht mit zum Teich gegangen. Und was könnte er gerade tun? Also das ist jetzt ein bisschen Spekulation, weil der Text sagt es nicht, aber wir können aufgrund des größeren Kontexts so ein bisschen vermuten, was Jesus eigentlich gerade vielleicht tut oder warum er jetzt hier nicht so präsent anwesend ist. Ja, er ist auf dem Weg weg von den Pharisäern. Die wollen ihn steinigen. Ja? Und also er ist jetzt gerade, also es ist gerade nicht die Situation, wo er einfach sich hinstellt und sagt, ja, ich bin es gewesen und bitte hier. Ja. Die wollen ihn ja töten. Die suchen immer nach Gelegenheiten. Er ist eher sozusagen gerade in einer Situation, wo er sich dann eher zurückhält, versteckt im Sinne von, dass er jetzt nicht noch mehr Aufruhr kreieren will, weil er ja weiß, also schon sehr brenzlig. Ja? Die wollen ihn am liebsten umbringen, aber es ist nur ein halbes Jahr.
Genau, also Jesus vermutlich irgendwie verborgen wegen den Pharisäern. Die kommen jetzt ins Spiel. Vers 13. Da führten sie ihn, der einst blind gewesen war, zu den Pharisäern. Genau, jetzt werden die mit dem Fall konfrontiert. Wir haben ja schon gelesen, dass Jesus gesagt hatte in Vers 5, wie hat er gesagt in Vers 5, solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt, nicht wahr? Er hatte vorher ein langes Gespräch in Johannes 8 mit den Pharisäern gehabt und hatte dort gesagt, ich bin das Licht der Welt. Ja? Da haben wir gesehen letzte Woche, das Licht scheint in die Finsternis. Und was hat die Finsternis gemacht? Nicht ergriffen, nicht begriffen. Ja? Und jetzt gibt Jesus quasi noch eine Gelegenheit. Ja? Durch diesen, man muss sich das eigentlich so vorstellen. Also Jesus, der große Kontext, die große Geschichte ist, Jesus ist in Johannes 8 und lehrt. Ja? Er lehrt. Dann kommen die Pharisäer, wollen ihn stören, bringen diese Frau. Also ich fasse jetzt ganz kurz zusammen, nicht wahr? Ihr kennt ja die Geschichte. Jesus vergibt der Frau und zeigt damit das Evangelium, nicht wahr? Und sagt, ich bin das Licht der Welt. Dann entspannt sich dieses Gespräch, dieser Diskurs und sie wollen ihn dann töten. Und Jesus geht weg, weil er möchte nicht im Konflikt mit ihr, also er möchte nicht jetzt so zurück, er geht weg. Aber während er weggeht, sendet er quasi ihm noch ein Zeichen. Er lässt quasi nochmal sein Licht leuchten. Er heilt einen Mann, von dem man denkt, dass man ihn nicht heilen kann, und illustriert und heilt ihn auf eine solch spektakuläre, merkwürdige Art und Weise, dass man sich überlegt, okay, warum macht er das? Um damit das Evangelium zu illustrieren, weil er weiß, die Leute werden sowieso, also die Pharisäer werden davon mitbekommen, sie werden fragen, wie bist du geheilt worden? Und er wird erzählen, er wird dann diese Methode erzählen. Ja? Also man kann eigentlich sehen, wie Jesus flieht vor den Pharisäern gewissermaßen, er verbirgt sich, aber er lässt noch einen Segen zurück, ja? Durch diesen Mann. Und das ist interessant, ja. Interessant ist es auch, dass beide Beispiele, normalerweise gehen die Menschen, suchen Jesus, aber ja, beide Beispiele, die Frau ist nicht zu Jesus, ja, freiwillig gekommen, und der Bettler hat auch nicht, der Blinde hat auch, ja, nicht gesagt, Herr, kannst du mich heilen, so wie in den anderen. Ja, das stimmt. Sondern beide sind zufällig, einfach, ja, Jesus begegnet und erleben ein Wunder in ihrem Leben. Ja, und das Interessante ist, an der Stelle, ihr seht vielleicht, was hier auch nicht so sehr im Fokus steht, ist der Glaube des Mannes. Jesus sagt nicht, wenn du glaubst, wirst du geheilt werden oder so. Sondern man hat den Eindruck, dass hier der Fokus bei der Heilung jetzt nicht so sehr darauf ist, den Glauben des Mannes zu zeigen, sondern auf die Art und Weise, wie er geheilt wird, etwas zu erklären über das Evangelium auch für alle anderen, für die Jünger und für die Pharisäer. Ja? Und ich meine, Jesus wird ja noch mit ihm sprechen, mit dem Glauben, das kommt dann noch. Aber das, was bisher passiert ist, ist vor allem auch für die Pharisäer gedacht und für die Jünger. Jetzt in Vers 14, jetzt kommt die, Johannes ist wirklich sehr geschickt. Jetzt lässt er die Bombe platzen, die man bisher gar nicht, man hat es gar nicht vermutet. Ja? Man liest die ganze Zeit und denkt, ach, interessant, und jetzt, pff. Denn was steht in Vers 14? Er sagt, es war aber Sabbat, als Jesus den Teig machte. Ja, das ist sozusagen für jeden Jude. Er hat einen Teig gemacht. Ja, er hat nicht einfach nur auf den Boden gemacht. Er hat einen Teig gemacht. Ja, wenn ihr daran denkt, die Pharisäer, als also Johannes war ja dabei, nicht wahr? Als sie da die Ähren ausgerauft haben, haben die Pharisäer gesagt, sie haben geerntet und sie haben noch gedroschen sozusagen. Ja, sind zweimal gearbeitet und er hat den Teig gemacht. Ja, als Jesus den Teig machte und ihm die Augen öffnete. Und warum ist das natürlich? Das ist jetzt also, warum ist das so spektakulär? Wenn er hier, sag mal, warum ist das so spektakulär? Ja, genau, also es gab diese Regel, es gibt übrigens im Hochmittelalter, vielleicht sogar als Reaktion darauf, gibt es, also das ist nicht so wichtig, das lenkt nur ab. Warum ist das so spektakulär? Es war verboten. Ja, und wir hatten ja gesehen, dass Jesus ganz lange Zeit gar nicht nach Jerusalem gekommen ist, weil er am Sabbat auch einen geheilt hatte und sie ihn deswegen zum Tode verfolgt hatten. Genau, und wer war das? Wer geheilt war? Ja, das war in Johannes? 5. Das war der Mann am Teich Bethesda. Und an diesem Teich war dieser Mann, der war da ewig lange krank und Jesus hat ihn geheilt. Das war eine Heilung am Sabbat, nicht wahr? Soweit wir sehen können, zumindest wissen wir, scheint es die erste Heilung am Sabbat gewesen sein, die Jesus gemacht hat. Zumindest ist die erste, die berichtet ist, chronologisch gesehen. Und das hat dazu geführt, dass er, das ist richtig gesagt, dass sie ihn umbringen wollten. Ja? Sie haben ihn vor den Sanhedrin gestellt, vor das Gericht. Und in diesem Gericht hat Jesus übrigens auch gesagt, dass er der Sohn Gottes ist. Ja? Und deswegen sagt es nicht nur, weil er am Sabbat geheilt hat, sondern weil er sich auch zum Sohn Gottes gemacht hat, wollten sie ihn umbringen.
Haben sie aber nicht gemacht. Ja, Jesus hat einfach gesagt, ihr könnt nicht meine Richter sein. Jesus hat, also ganz zusammenfassend hat er gesagt, ihr wollt mich richten, ich werde euch richten. Der Vater hat mir alles Gericht übergeben. Ja. Ellen White sagt, er hat es einfach abgelehnt, sich von ihnen richten zu lassen. Aber es ist gegangen dann, ja, und hat Judäa verlassen, ist nach Galiläa gegangen. Das war hier im Passa 29, ja. Passa 29, anderthalb Jahre nach seiner Taufe. Und dann ist er nach Galiläa gegangen, ja. Hat in Galiläa gedient. Ich meine, das haben wir schon vor vielen Jahren studiert hier. Die ganzen Dinge, die Matthäus, Markus, Lukas berichtet werden in Galiläa. Und dann, wie du richtig gesagt hast, ist er seitdem nicht mehr in Jerusalem gewesen. Und zwar anderthalb Jahre lang. Ja? Und zwar jetzt bis zum Laubhüttenfest, das heißt bis zum Herbst 30. Anderthalb Jahre. Und da ist er nicht in Jerusalem. Er ist hier in Galiläa. Und auch in Galiläa, wenn wir gleich sehen, hat er auch zum Teil am Sabbat geheilt. Ja? Aber in Jerusalem hat er das, also ist nicht mehr aufgetaucht. Und als er dann im Laubhüttenfest 30 auftaucht, zum ersten Mal, ist selbst im Passa nicht gegangen, deswegen. Könnt ihr euch erinnern, lesen wir ganz kurz, ist schon auch schon über ein Jahr her oder über zwei Jahre. Johannes 7 und dort in Vers 21, da merkt man, wie stark diese Geschichte, diese Heilung am Sabbat noch präsent war. In Johannes 7, sagt er in Vers 21, das ist jetzt wie gesagt anderthalb Jahre später, ja, da sagt er, Jesus antwortete und sprach zu ihm, Vers 21, ein Werk habe ich getan und ihr alle verwundert euch. Und da bezieht er sich darauf, ja, ihr seid alle, lesen wir weiter. Darum sage ich euch, Mose hat euch die Beschneidung gegeben, nicht, dass sie von Mose kommt, sondern von den Vätern, und ihr beschneidet den Menschen am Sabbat, wenn ein Mensch am Sabbat die Beschneidung empfängt, damit das Gesetz Mose nicht übertreten wird. Was zürnt ihr mir denn, dass ich den ganzen Menschen am Sabbat gesund gemacht habe? Das heißt noch, anderthalb Jahre später ist das einzige Gesprächsthema, als Jesus dann endlich kommt, er hat einen Menschen am Sabbat geheilt. Das tragen die ihm jetzt noch nach und sagen, wir müssen ihn töten. Und das ist Johannes 7. Ja? Johannes 7. Und dann im Zuge dessen kommt Johannes 8, die Geschichte, wo er dann dieser Frau vergibt und dann wiederum sagt, er sagt nicht nur, ich bin Gottes Sohn, er sagt, ehe Abraham war, bin ich. Das heißt, hier haben wir sozusagen seine Gottessohnschaft. Das waren die beiden Dinge, dass er am Sabbat heilt und dass er sich zu Gott, also seine Gottessohnschaft gesagt hat und als Richter der Welt sich gezeigt hat, dass ihn damals schon beinahe den Tod, also das Leben gekostet hätte. Jetzt in Johannes 7 ist es immer noch Thema, ja, das ist immer noch präsent. In Johannes 8 sagt er, ich bin, er sagt, ich bin Gott. Und in Johannes 9 heilt er einen Menschen am Sabbat, um jeden Zweifel auszuräumen. Das, was er hier tut, in Johannes 7, 8 und 9, ist in direktem Kontrast. Also das sind wie so zwei Pfeiler. Ja? Dazwischen ist irgendwie so das gefühlte halbe Evangelium von Matthäus, Markus und Lukas dazwischen, aber das gehört zusammen. Und Johannes lässt alles außen, der beschreibt ja fast gar nichts aus dem Leben von Galiläa, um diesen Punkt zu machen. Ja? Und jetzt ist die Frage, Heilung am Sabbat. Warum macht Jesus das? Übrigens, wenn ihr darüber nachdenkt, das ist sehr interessant, wir wissen leider nicht, es wird nicht genau gesagt, was die zeitlichen Komponenten hier sind, aber es könnte durchaus sein, dass er ja diesen Mann noch an demselben Tag heilt, an dem er vor den Leuten wegläuft, also vor denen, die ihn umbringen wollen, nicht? Die Steine hochheben. Und das könnte sein, dass dieses Gespräch in Johannes 8, was dann zur vermeintlichen, also zur beinahe Steinigung führt, an demselben Tag noch stattfindet, als er der Frau am frühen Morgen vergeben hat. Und das würde wiederum bedeuten, dass die Geschichte in Johannes 8 wann stattgefunden haben könnte? Am Sabbat. Es könnte also durchaus sein, dass Jesus am Sabbat im Tempel stand und während der Sabbatpredigt am Vormittag unterbrochen worden ist von den Pharisäern, die dann die Ehebrecherin ihm vor die Füße geworfen haben und dann dieses ganze Gespräch dann entstanden ist und so. Es kann natürlich sein, dass es auch ein, zwei Tage später ist. Ja, wir wissen es nicht genau, aber es gibt zumindest keinen direkten Beweis dafür, dass da ein Tag dazwischen liegt oder so. Ich weiß es nicht. Aber es wäre zumindest möglich. Aber wichtig ist sozusagen, diese Geschichte hier in Johannes 9 spielt am Sabbat und man fragt sich, warum macht Jesus das? Ja, also offensichtlich will er darauf, weil das ist so viel Zeichenhaftes dabei, so viel sozusagen, das, wo er offensichtlich möchte, dass die Leute darüber reden, dass er ihnen das deutlich machen möchte. Er heilt am Sabbat. Und das verbindet natürlich wiederum jetzt auch den Sabbat mit der Idee der Erlösung. Ja, weil es ist der Tag, an dem er dieser Frau, diesem Mann die Augen öffnet. Ja, dann wäre das sozusagen, wenn es am Sabbat wäre, der Tag, an dem er einer Frau vergibt und dem Mann die Augen öffnet. Sabbat, Erlösung. Ja, interessant.
Schauen wir ganz kurz in Matthäus 12. Auch hier in Galiläa hat er zwischendurch am Sabbat geheilt. In Matthäus Kapitel 12. Und dort, also gibt es mehrmals solche Geschichten. Das ist so ein richtiges Hauptthema auch durch die Evangelien. Jesus und der Sabbat in Bezug auf die pharisäischen Sondergesetze. Matthäus 12, Vers 1, wir lesen nicht alles, aber ihr kennt die Geschichte. Da geht Jesus durch die Kornfelder, nicht wahr? Und da fragen sie schon, warum tun deine Jünger den Sabbat brechen? Und dann sagt Jesus, der Sohn des Menschen ist der Herr des Sabbats. Und dann als nächstes kommt in Vers 9 die Geschichte, dass er in einer Synagoge ist und dort ein Mann mit einer verdorrten Hand ist. Und sie fragen ihn und sprachen, darf man am Sabbat heilen, damit sie ihn verklagen könnten? Ja, das ist so ein Thema. Wir haben ja damals gelernt, dass auch die Pharisäer aus Jerusalem immer wieder auch Spione nach Galiläa gebracht haben. Und da gab es auch Pharisäer genug. Ja, also, und dann sagt er jetzt, Vers 11, welcher Mensch, also er aber sprach zu ihnen, welcher Mensch ist unter euch, der ein Schaf hat und wenn es am Sabbat in eine Grube fällt, es nicht ergreift und herauszieht? Wie viel mehr ist nun ein Mensch wert als ein Schaf? Darum darf man am Sabbat wohl Gutes tun. Also da sieht man, wie Jesus dieses Thema immer wieder aufgreift. Und im Grunde genommen will er ihn ja deutlich machen, der Sabbat ist Teil des Gesetzes Gottes und Gott ist die Liebe. Und natürlich darf man einem Menschen am Sabbat etwas tun, was zu ihrer Erlösung, und also sei es körperlich oder geistlich, führt. Ihnen dabei helfen. So, jetzt gehen wir nochmal zurück zu Johannes und lesen noch ein bisschen weiter. Johannes Kapitel 9 und dort Vers 15. Nun fragten ihn auch die Pharisäer wieder, wie er sehend geworden war. Und er sprach zu ihnen, einen Brei hat er auf meine Augen gelegt und ich wusch mich und bin nun sehend. Genau, dieses nun fragten ihn wieder, also wie heißt es hier, fragten ihn auch die Pharisäer. Da wird also deutlich, alle wollten wissen, wie das passiert ist, weil natürlich, weil er weil er blind geboren war. Das heißt, hier war nicht einfach, der hat eine Augenkrankheit, wo man vielleicht irgendwie einen Tropfen gegeben hat und so die Krankheit zurückgängig gemacht hat. Hier war ein grundsätzliches Problem. Also zumindest jetzt auch im Denken der Menschen damals. Wir wollen alle wissen, wie das geschehen ist. Und wieder kommt er dazu, die Geschichte zu erzählen. Und jetzt kommen wir zu Vers 16. Vers 16. Da sprachen etliche von den Pharisäern, dieser Mensch ist nicht von Gott, weil er den Sabbat nicht hält. Andere sprachen, wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? Genau, und jetzt kommen wir ziemlich an den Punkt. Dieser Vers zeigt jetzt eigentlich, worum es wirklich geht. Die Pharisäer, etliche von ihnen sagen, was fällt euch auf an dem Vers? Was fällt euch auf? Es sind nicht alle Pharisäer völlig gegen ihn. Und das ist jetzt interessant, weil wenn man jetzt Johannes 8 nur gelesen hat, da hat man fast den Eindruck, die Pharisäer als Ganzes sind schon quasi kurz davor, für immer abzufallen. Ja? Wir wissen aus Johannes 7, es gab den Nikodemus. Ja? Aber hier wird plötzlich deutlich, es gibt mehr, die offen sind. Es gibt einige, die sind verhärtet, es gibt einige, die sind offen. Und warum sind die offen? Weil er dieses Wunder getan hat. Weil es so ein starkes Zeichen ist. Und das heißt, warum macht er das? Er macht es offensichtlich nicht, um zu provozieren. Er macht nicht so nach dem Motto, ich darf das jetzt am Sabbat nicht machen, dann mache ich es erst recht, um zu zeigen, dass ich darf. Ja, das ist ganz wichtig, ja, weil es kommt auch die Zeit, wo uns vielleicht manchmal Dinge verboten werden, am bestimmten Tag zu tun. Ja? Also wenn jetzt irgendwie mal in so ein Sonntagsgesetz kommt und das, du darfst am Sonntag nicht Rasen mähen, dann muss ich nicht demonstrativ noch mal den Rasen mähen, 12 Stunden. Das ist so der Punkt. Jesus hat das nicht gemacht, um einfach nur zu sagen, ich habe recht. Er hat gewusst, weil diese Heilung wird Menschen innerhalb der Pharisäer dazu bringen, darüber nachzudenken, dass er gerettet werden kann. Und das hat er gemacht, obwohl er wusste, dass gleichzeitig andere deswegen seinen Tod planen werden. Das heißt, die Tatsache, dass er dadurch noch Menschen, die eigentlich kurz davor waren, ihn umbringen zu wollen, noch wieder zur Umkehr bringen konnte, hat ihn auch, also das zu tun, wovon er wusste, dass es natürlich es wird anecken können. Das ist ganz interessant, weil es gibt manchmal Dinge, Wahrheiten, die wir predigen können
und damit auch Menschen sich bekehren würden. Aber gleichzeitig, wir wissen, wenn ich das jetzt sage, sind andere vielleicht, die werden da sich auf den Schlips getreten fühlen. Oder die, ja, und dann ist manchmal die menschliche Tendenz zu sagen, okay, dann halte ich da ein bisschen zurück. Ja, und ich verwässer das, um niemandem weh zu tun. Aber dann verliert die Botschaft ihre Kraft und die Möglichkeit, einen Keil zu treiben, sozusagen, zwischen Sünde und Gerechtigkeit. Also zwischen, nicht, das ist ein Quatsch, aber, also ihr wisst schon, wie ich meine, ja, zwischen der Sünde und dem Mensch, sozusagen, um einen Menschen zur Umkehr zu bringen. Aber wenn wir das den Anfang nicht wüssten, von den Gesprächen mit den Pharisäern, es war ja immer bei den Menschen im Alten Testament, dass sie sich, wenn sie gesund wurden oder wenn was, dann sollten sie sich den Priestern zeigen, damit die schauen, ja, wie das ist. Und bei Aussatz, bei Aussatz oder ja, genau. So. Also das war dann, und, nur weil man hier weiß, dass die schon dagegen sind, gegen ja. Jesus, kommt es jetzt. Und wir wissen auch, dass Jesus auch in anderen Fällen bei dem Aussätzigen, den er geheilt hat, auch gesagt hat, geh hin zu den, genau, und zeige ihn. Nun, aber schauen wir ganz kurz noch, die sagen ja, dieser Mensch ist nicht von Gott. Jetzt lasst mal euren Finger hier und geht mit mir zu Johannes 3. Johannes 3 ist ja die Geschichte von Nikodemus. Und wisst ihr noch, was Nikodemus als erstes gesagt hat, als er zu Jesus gekommen ist? Rabbi? Wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist. Ja? Und er sagt ja nicht, ich weiß es, sondern wir wissen. Und er sagt damit, also mindestens das, was eine Reihe von Pharisäern geglaubt hat und gesagt hat, okay, das ist nicht normal. Das ist nicht einfach nur menschlich, er kommt von Gott. Sie waren natürlich von Anfang an sehr irritiert, weil er nicht um ihre Erlaubnis gebeten hat und ihre Autorität sich nicht unterstellt hat. Aber da wissen wir eigentlich, sie wussten eigentlich, er kommt von Gott. Und in Johannes 5 hat er es ihnen noch deutlich gesagt, nämlich hier, ja, Johannes 5, Vers 36, dort sagt er, ich aber habe ein Zeugnis, das größer ist als das des Johannes, denn die Werke, die mir der Vater gab, dass ich sie vollbringe, eben die Werke, die ich tue, geben Zeugnis von mir, dass der Vater mich gesandt hat. Also er sagt, dort sagt er, was ich tue, meine Werke bezeugen, ich bin von Gott gesandt. Und der Mann sollte sich waschen in einem Teich, der hieß der Gesandte. Und als die Pharisäer das hören, dass Jesus an einem Sabbat ein Werk getan hat, wo er gesagt hat, wasche dich in dem Gesandten, sagen sie, jetzt wissen wir, dass Jesus nicht von Gott gesandt worden ist. Das ist krass, oder? Also wenn man erstmal darüber nachdenkt, dann, die müssen ja die Botschaft schon verstanden haben. Ja? Also wenn Jesus einem Menschen sagt, wasche dich in, nicht irgendwo, sondern in diesem Teich, der heißt der Gesandte. Ja? Sie wussten ja, dass Jesus ihnen gesagt hat, ich bin von Gott gesandt. Er hatte ja auch in Johannes 7 gesagt und Johannes 8, ich bin von Gott, ihr kennt Gott nicht, aber ich bin von ihm gesandt worden, immer wieder. Und jetzt sagen sie, wir wissen, dass er nicht von Gott kommt. Und zwar warum? Woran machen sie das fest? Weil er das am Sabbat getan hat. Und was ist also das Problem für sie? Er hat den genau, er hat einen Teig gemacht am Sabbat. Ja, er hat einen Teig gemacht am Sabbat. Heißt auf Deutsch, er hat gearbeitet. Heißt auf Deutsch, er hat gesündigt. Jetzt wissen wir, er hat gesündigt. Was hatte Jesus sie gefragt, direkt im Kapitel davor? In Johannes 8. Da hat er ihnen eine extrem kühne Frage gestellt, die wir niemals stellen können. Er hat in Johannes 8 sie gefragt, in Vers 46. Wer unter euch, Johannes 8, Vers 46, wer unter euch kann mich einer Sünde beschuldigen? Und keiner von den Pharisäern konnte das, weil die konnten einfach nichts. Und jetzt merkt man, wie sie sagen, okay, nee, das mit dem Sabbat, er ist ein Sünder. Ja? Weil man, es ist ganz deutlich, dass sie das so meinen, denn die in Johannes 9, Vers 16, die Gegenseite sagt ja, wie kann ein sündiger Mensch sowas tun? Ja? Also das Argument der verhärteten Priester ist, er ist ein Sünder. Er hat gesündigt. Und das ist jetzt sehr interessant, weil diese Handlung ist ja eine Illustration, wie ein Mensch von der Sünde los wird. Ja, ist eine Illustration für das Evangelium. Es geht ja die ganze Zeit um die Frage der Sünde. Ja, in Johannes 8 ging es die Frage, wie geht Jesus mit einer Sünderin um? In Johannes 9 war die Frage, als bei diesem Blindgeborenen, wer hat gesündigt? Ja, wie gesagt, darum geht es nicht, sondern ich zeige euch die, jetzt ist interessant, ich zeige euch, warum ist der Mann blind geboren? Er sagt, weil an ihm die Werke von wem? Die Werke Gottes, weil Jesus sagt ja, die Werke, die ich tue, sind eigentlich wessen Werke? Gottes Werke. Jetzt denkt man scharf nach. Wenn also Jesus sagt, die Werke, die ich tue, sind Gottes Werke, mit anderen Worten, ich tue das, was Gott der Vater tun würde, wenn er hier auf Erden wandelte. Und die Pharisäer hören davon und sagen, jetzt wissen wir, dass er gesündigt hat. Was heißt das auf Deutsch? Sie werfen Gott, dem Vater, Sünde vor.
Mit anderen Worten, wenn Gott der Vater gewesen wäre auf der Erde, sie hätten auch Gott dem Vater gesagt, du hast gesündigt. Weil genau dieses Werk, das Jesus getan hat, was sie als Sünde bezeichnen, sagt Jesus, das ist ja das Werk Gottes. An ihm sind die Werke Gottes offenbar. Das steht ja in Johannes 9, nicht wahr? Vers 5. Vers 3. Sondern an ihm sollten die Werke Gottes offenbar werden. Und genau dieses, weil was war das Werk Gottes? Dass er geheilt worden ist. Und zwar durch den Brei und durch das Waschen im Teich Siloah. Und das nennen die Pharisäer Sünde. Das heißt, wir sind diese verhärteten Pharisäer. Die haben ja gerade schon Steine aufgehoben, um Jesus zu töten, weil er gesagt hat, dass er Gott ist. Jetzt gehen sie so weit, dass sie etwas, von dem Jesus sagt, dass es das Werk Gottes ist, das sie als Sünde bezeichnen. Und wer war derjenige, der Gottes Werke als Sünde bezeichnet hat? Satan. Satan hat gesagt, du hältst dich nicht an dein eigenes Gesetz. Ja, du bist ungerecht und so weiter. Und was hat Jesus in Johannes 8 gesagt? Ihr habt wen zum Vater? Den Satan. Ja, ihr seht mal, wie alles so zusammenkommt. Aber, wie wir gesehen haben, nicht alle sind so verhärtet. Und das ist ein interessantes Beispiel jetzt. Hier sehen wir, wie diese Heilung eine Spaltung hervorruft zwischen den Pharisäern. Während wir vorhin den Eindruck hatten, dass die Pharisäer mehr oder weniger geschlossen, vielleicht mit ein paar Ausnahmen wie Nikodemus, gegen Jesus sind, haben wir zwei Gruppen jetzt. Die einen verhärten sich und sagen, er ist ein Sünder. Die anderen sagen, die anderen fangen an, also wirklich an ihn zu glauben. Ja? Also zumindest, wir wissen nicht, wie weit das bei allen gegangen ist, aber wir wissen übrigens ja auch, dass am Nachpfingsten etliche Priester auch gerettet worden sind, nicht wahr? Und zum Glauben gekommen sind. Das heißt an anderer Stelle in den Evangelien, dass etliche an ihn glaubten, aber sich nicht getraut haben. Ja? Also wir haben hier eine Gruppe von Leuten, die im Grunde genommen eigentlich mit Jesus sympathisieren. Nikodemus war auch einer von ihnen, die aber aufgrund des Gruppendruckes gesagt haben, wir halten uns bedeckt. Und das zeigt die Wirkung des Evangeliums. Das Evangelium ist wie so ein Spaltkeil sozusagen. Ja? Wir haben hier die dann anfangen zu glauben. Und das Evangelium trennt. Und es bewirkt, dass die werden verhärteter und die werden in ihrem Herzen verändert. Das ist ja dieses berühmte Bild, das kennt ihr vielleicht ist das Wachs? Ton, nicht wahr? Also wie war das? Ich bin in den Sinn gekommen, ich weiß gar nicht. Die Sonne härtet es, aber... Wie ist, sag du. Wenn die Sonne auf den Wachs scheint, dann schmilzt er. Ah ja, stimmt. Und wenn die Sonne auf den Ton scheint, dann verhärtet er sich. Danke, zum Glück habe ich dich. Genau, in dem Fall ist sozusagen das Evangelium die Sonne sozusagen. Ja, das, die Sonne, je nachdem welche Art unser Herz ist, verhärtet sich oder schmilzt. Das ist dasselbe Wort, das die Israeliten frei gemacht hat aus Ägypten, hat den Pharao verhärtet. Das lag an der Art und Weise, wie man damit umgeht. Das sieht man hier sehr deutlich. Selbe Geschichte, selbe Handlung Jesu, selbes Werk Gottes, zwei unterschiedliche Wirkungen. Und diese Spaltung ist nicht nur in den Pharisäern, sie war auch im Volk schon. Das haben wir in Johannes 7 gesehen. Schaut mal, Johannes 7, Vers 12. Johannes 7, Vers 12. Da heißt es, und es gab viel Gemurmel seinetwegen unter der Volksmenge. Etliche sagten, er ist gut. Andere aber sprachen, nein, sondern er verführt die Leute. Und dann in Johannes 7, Vers 43, da steht explizit, Johannes 7, Vers 43, es entstand nun seinetwegen eine Spaltung der Volksmenge. Nun, das ist ganz wichtig. Es gibt auf der einen Seite wollen wir uns von allem hüten, was von uns aus Spaltung unnötigerweise bringt. Ja, es gibt Menschen, die sind so spalterisch einfach, weil sie mit niemandem zusammenarbeiten können und überall nur Streit erzeugen. Das wollen wir nicht. Aber das wahre Evangelium bringt immer auch Spaltung. Und das Argument, das darf nicht gepredigt werden, weil das führt zur Spaltung, ist nicht wirklich tragfähig. Weil dann hätte Jesus auch nicht predigen dürfen. Paulus sagt an einer Stelle in Korinther, es müssen ja Spaltungen unter euch sein, damit die Bewährten offenbar werden. Jetzt ein wesentliches Erkennungsmerkmal der ist, dass Jesus natürlich hier, er wollte nicht die einen verhärten, er wollte alle retten. Aber die Wahrheit in ihrer ganzen vollen Kraft, weil es einen großen Kampf gibt, wird immer auch Gegenwehr erzeugen. Ja, weil wenn es die Wahrheit ist, wird der Satan dagegen kämpfen und es gibt eine Spaltung.
Es ist doch oft, dass wir die Liebe, also den Frieden, immer predigen. Aber Jesus hat gesagt, er ist nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das. Das Schwert, genau. Eine Spaltung. Er ist der Friedefürst. Und er sagt, glückselig sind die Friedensstifter. Und das heißt, wir müssen den Frieden, den wahren Frieden stiften, soweit wir können. Aber wir können es nicht tun, indem wir die Wahrheit verwässern. Wir müssen die ganze Wahrheit predigen und dann die Konsequenzen lassen, wie sie sind. Ja? Von unserer Seite, so viel an euch liegt, sagt Paulus, mit allen Menschen im Frieden leben. Aber Friede und Wahrheit sind nicht im Gegensatz. Die müssen zusammengehen. Ja? Aber wir haben ja jetzt gesehen, dass es eben auch unter den Pharisäern solche und solche gab. Mhm. Und das ist genauso, genau gut, dass Jesus es so macht, weil sonst würde alles in so einem großen Einheitsbrei schwimmen. Und diejenigen, die noch nicht sich ganz auf Jesus Seite gestellt haben, die würden das nicht tun, wenn Jesus sie nicht vor die Entscheidung stellt. Wenn Jesus hier gesagt hätte, oh, wenn ich am Sabbat heile, das könnte als spalterisch, als polarisierend wahrgenommen werden, ja, dann warte ich lieber noch 2 Tage. Ja, dann sind zwar alle wieder weg und keiner kriegt es mehr richtig mit, aber oder ja, er hätte ja auch sagen können, um des Lebensfriedens willen, lasse ich ihn jetzt mal blind. Ja. Aber ihm war das Evangelium wichtiger als die Meinung bestimmter Leute, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Das ist ein wichtiger Punkt, dass er, dass es gut war, dass er es gemacht hat. Es war gut, weil dadurch wurde sichtbar, da trennt sich buchstäblich Weizen und Spreu. Ellen White sagt, letztes Zitat, die Pharisäer hofften, aus Jesus einen Sünder zu machen und deshalb nicht den Messias. Das ist der Punkt. Ja, sie wissen, die Wunder, die er tut, könnten Leute dazu bringen, zu glauben, er ist der Messias. Sie wussten nicht, dass er, der den Sabbat und alle seine Verpflichtungen des Sabbats gemacht hat, derjenige war, der den blinden Mann geheilt hat. Also mit anderen Worten, sie haben ja abgelehnt, dass er ist. Ja? Deswegen haben sie nicht die Verbindung gezogen, dass er derjenige ist, der den Sabbat gemacht hat. Jetzt warfen sie dem Schöpfer des Sabbats Sabbatbruch vor. Sie erschienen sehr eifrig für die Einhaltung des Sabbats, aber planten an diesem Tag einen Mord. Das ist unvorstellbar. Aber viele waren sehr bewegt, als sie von diesem Wunder gehört haben und waren überzeugt, dass derjenige, der die Augen eines Blinden öffnete, mehr als ein gewöhnlicher Mann war. Genau, das haben wir gelesen. Nächstes Mal geht's dann weiter. Es wird noch spannender. Wir werden ein bisschen was lernen über Gruppendruck. Und wird noch sehr spannend werden in diesem Kapitel. Aber das werden wir das nächste Mal anschauen. Für heute wollen wir uns daran erinnern, dass das wahre Evangelium immer Spreu und Weizen trennt und dass wir es liebevoll predigen, aber dass wir es mit Vollmacht predigen, ohne davon Abstriche zu machen. Wollen wir noch gemeinsam beten? Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von ganzem Herzen Dank sagen, dass du zu uns auch in diesen Minuten gesprochen hast, dass wir das Evangelium immer besser verstehen können. Und danke, Herr, dass wir sehen können, warum Jesus auch Entscheidungen getroffen hat, Dinge zu tun, die ihn selbst in Gefahr gebracht haben, aber die da geholfen haben, anderen Menschen zum Segen zu sein und sie, ja, ihnen die Augen zu öffnen, buchstäblich. Denn Jesus hat ja an diesem Tag offensichtlich nicht nur dem Blinden die Augen geöffnet, sondern auch so manchem Pharisäer. Und Herr, wir möchten dich bitten, dass du uns die Augen öffnest und dass wir anderen auch helfen, die Augen zu öffnen. Dass Jesus der Einzige ist, der uns allen helfen kann. Schenk du uns Mut und auch Liebe, dass wir, auch wenn wir uns vielleicht physisch, persönlich verstecken müssen, wir trotzdem noch nach Wegen suchen, um die Menschen zu erreichen, so wie Jesus durch die Heilung noch einen Weg gefunden hat, um diese Menschen zu erreichen, die ihn eigentlich umbringen wollten. Wir möchten dir dafür von ganzem Herzen Dank sagen. Und ich bitte, dass du uns heute Abend jetzt auch noch segnest, den ganzen Abend. Und hab Dank dafür im Namen Jesu. Amen.